Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Final. Ah, Let's Play The Book of Unwritten Tales. Ich sag immer noch Final Fantasy VII. Das war einfach zu lange und zu viel jetzt. Und wir sehen uns an, was Munkus hier präsentiert. Also, was Munkus hier macht. Ist es? Er hat uns noch nicht verraten, Mutter! Also, das ist Mortroga. Wer weiß sonst noch davon? Der Erzmagier wird es noch nicht wissen. Wir konnten den Wiener abfangen, wie du weißt. Aber? Eine Elfe, Mutter. Sie hat versucht, MacGuffin zu befreien. Sie könnte etwas wissen. Sie soll überwacht werden. Sehr wohl. Okay. Und nun, Herr Professor, unterhalten wir beide uns ein wenig. Das klingt nach Folter. Ach was, kein Problem. Ich bin eine Elfe. Ich bin fit. Na was wohl? Ich hole dieses Buch aus MacGuffins Geheimkeller und bringe es zum Erzmagier. Nein, die waren schon weg, als ich ankam. Haben den Käfig aufgesammelt und sind auf und davon. Jetzt hängt es an uns, dieses Buch zu holen. Natürlich muss ich nicht, aber... naja, es scheint sehr wichtig zu sein. Und auch wenn es vielleicht nicht wichtig ist. Diese dunklen Typen wollen das Buch haben. Besser wir holen es aus dem Keller, bevor die es in die Finger bekommen, oder? Dann hilf mir eben nicht. Flieg doch nach Hause. Aber sag meinen Eltern nichts. Undankbares Federvieh. Yay, wir können Ivo wieder steuern. Übrigens, bemerkenswerte Hintergrundmusik, die hört sich sehr stark nach Final Fantasy IX an. Zumindest habe ich den Eindruck. Egal, wir haben eine ganze Menge zu erforschen hier. Schauen wir mal die Gießkanne hier an. Eine alte Gießkanne aus Metall. Selbst für Gremlin-Verhältnisse ist sie klein. Ja, aber die nehmen wir doch mit, oder? Eine gestapelte Holzscheite. Mit so einem kleinen Vorrat wird MacGuffin nicht durch den Winter kommen, nicht mal durch den Herbst. Drei sollten reichen. Wofür auch immer wir Holz brauchen werden. Ein auf dem Kopf stehender Blumentopf aus Ton. Darunter liegt ein Stein. Das dürfte ein Feuerstein sein. Ich stecke ihn ein. Vermutlich wollte der Professor verhindern, dass der Stein nass wird. Klingt logisch. Was haben wir hier ein noch? Ein großer, gemauerter Kamin. Die Öffnung des Kamins zeigt nach außen, nicht ins Innere des Hauses. Das ist etwas ungewöhnlich. Es macht aber Sinn, wenn der Professor im Inneren des Hauses kein offenes Feuer haben will. Ja, macht Sinn, ja. Ein drehbares Metallgestänge. Man kann Töpfe oder etwas in der Art einhängen und dann über das Feuer im Kamin schieben. Okay, das heißt, wir werden irgendwann mal etwas kochen oder so? Das Grundwasser ist in dieser Gegend nur ein paar Meter unter dem Boden. Vermutlich ist der Brunnen nicht viel tiefer. Das geht verdächtig leicht. Oje. Das Seil ist gerissen und der Eimer dürfte am Grund des Brunnens liegen, dort, wo er niemandem hilft. Das macht doch nichts, wir haben doch eine Gießkanne. Das sollte halten. Probieren wir es mal. Yay, Wasser! Hat funktioniert. Damit habe ich eine Gremlin-Gießkanne voll Wasser. Na, das ist ja toll. Und was ist das Zeug eigentlich? Das ist eine primitive Mühle, würde ich sagen. Man kippt Getreide oben ins Loch und dreht den oberen Stein. An den Seiten kommt dann das Mehl heraus. Cool. Seltsam. Vor das kleine Fenster ist eine Holzblende montiert worden. Es sieht aus, als könnte man die Blende hochklappen. Hängt nur ziemlich weit oben. Vielleicht brauchen wir ein Stecken oder so. Oh, ein Gestrüpp. Unter dem Gestrüpp steht ein Stein.
Irgendetwas steht darauf, aber ich kann es nicht erkennen. Könnte ein kleiner Grabstein sein. Wüsste nicht, warum uns das interessieren sollte, aber macht ja nichts. Schauen wir uns mal die Vogelscheuche an. Eine zerrissene, windschiefe Vogelscheuche. Die Kleidung ist von Mäusen zerfressen, aber der Hut hat was. Ja, kann ich den mitnehmen? Nein, schade. Ein Kürbisbeet. Nicht sonderlich gepflegt. Vermutlich verbringt MacGuffin zu viel Zeit hinter seinen Büchern und zu wenig in seinem Garten. Also ich finde die Kürbisse ja ganz ordentlich. Ja, ich glaube, das war's fast mit hier heraus. Zeit, dass wir reingehen. Eine gewagte Konstruktion. Und wie das ganze Haus ziemlich windschief. Sieht nicht so aus, als würde er noch lange halten. Ja. Der arme Kamin würde einstürzen. Okay, gehen wir mal rein. Nochmal so viel anzusehen. Machen wir da. Was zum Henker ist das denn? Ein Kasten mit einer Art Glasauge. Er scheint genau vom Giebelfenster zu hängen. Keine Ahnung, wofür der gut ist. Ja, ich weiß auch nicht. Typisch Junggeselle. Alles liegt durcheinander. Teller, Töpfe, Becher. Und an allem klebt eine Mischung aus Staub, Fett und toten Fliegen. Wenn die Frage erlaubt ist, wo hat MacGuffin eigentlich geschlafen? Weil ich sehe hier irgendwie kein Bett. Oder bin ich der Einzige, der sich darüber wundert? Und was ist ein Zuber? Ein Holzzuber. Etwa halb voll mit Wasser. Na toll, darin schwimmt die Wäsche des Professors. Weiße Hemden, graue Socken, rote Unterhosen. Rote Unterhosen. Ein kleiner altertümlicher Schild. Die Innenseite ist blank poliert. Hey, den nehmen wir doch gleich mit. So, das kann man doch immer brauchen. Das ist die Rückseite des Kamins. Wenn MacGuffin Essen aufwärmen wollte, musste er es nur in einen der beiden kleinen Kachelöfen schieben. Das ist so praktisch. Das scheint der Rahmen eines Spiegels zu sein. An den Rändern hängen noch einige Stücke Spiegelglas. Der Spiegel ist so gedreht, dass er den Kamin zeigt. Seltsam. Ja, das kennen wir schon. Ich würde mich aber schon gern schminken hier. Probieren wir das mal. Nicht ganz so gut wie ein echter Spiegel, aber ich kann mein Spiegelbild sehen. Yay, Zeit zum Schminken. Nein, lassen wir das. Sieht gut aus, wie immer. Sehr gut. Der Krug eines Zimmermanns. Ist das der Kelch von Jesus? Okay, eine Leuchtquelle. Vielleicht brauchen wir eine Taschenlampe. Leuchtquelle, wie man sie hier überall findet. Diese hier leuchtet allerdings nicht mehr und wird es auch nie wieder. Ah, das ist eine Leuchtqualle, keine Leuchtquelle. Sieht aus wie ein Sockel für eine Statue. Er ist aus Stein und mit seltsamen Schriftzeichen bedeckt. Eine steinerne Truhe, die in einer Holzkiste steht. Die Holzkiste sieht sehr billig aus. Es könnte sich um eine Lagerkiste handeln. Die Steintruhe ist verziert und auf ihr stehen Schriftzeichen. Ich kann sie nicht lesen. Die Steintruhe sieht genauso aus wie die Bundeslade in Indiana Jones 1. Oder spinne ich? Was soll schon passieren? Aufmachen, juhu! Sand. Kommt es mir nur so vor, oder ist es hier gerade wärmer geworden? Die Lade ist bis oben mit feinem Sand gefüllt. Keine Ahnung, ob da sonst noch etwas drin ist. Ich kann den Sand ja schlecht Korn für Korn durchwühlen. Die Lade ist bis oben mit... Schade. Dann halt nicht. Gut. Ein Steinkopf. Ein seltsamer Steinkopf. Er ist ziemlich grob behauen, hat aber auch einige feine Verzierungen. Holzschachtel? Eine kleine Holzschachtel.
Sieht nicht antik oder allzu wertvoll aus, aber trotzdem eine schöne Arbeit. Na, machen wir doch mal auf. Schau noch, was drinnen ist. Ist abgeschlossen. Verdammt. Was machen wir da jetzt? Ja, ich habe keine Ahnung, wie wir die kleine Holzschachtel aufbekommen und was, wie wir MacGuffins Buch hier finden sollen. Das sehen wir alles nächstes Mal, wenn es dann heißt Let's Play The Book of Unwritten Tales. Und bis dahin wünsche ich euch, wie immer, viel Spaß.